Aber wir haben kaum Schaden gekriegt. Das ist alles gut dabei. Und wir haben 75 Energie. 75 Energie. Wir haben 75 Scrap. Mal gucken, ob wir irgendwas machen können mit. Die könnten uns jetzt boarden bei der letzten Level. Ich glaube, ich setze was hier drauf. Falls sie zu uns kommen, übernehme ich so einen Typen und gebe dem einen Boost, damit er besser kämpft. Mit ein bisschen Glück macht er alles kaputt. So, jetzt repariere ich erstmal mein Schiff schnell auf. Weil den Antrieb werde ich brauchen. Hier oben die Prozent Ausweichchance. Diesmal nötig. Weil, du kommst hier hin wieder rein. Wir haben hier 45% Ausweichen. Ich glaube, das werden wir haben müssen. Brauchen. So. Jetzt aber mal ernsthaft. Jetzt die Drohne, die Kampfdrohne muss raus gleich. Der fliegt zurück. Sollte ich nach hier vorher fliegen? Ja. Weil ich krieg mich aufrepariert und ein bisschen Ressourcen hergeschmissen, was eine gute Sache ist. Okay, wir fliegen hier zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, er kommt wieder. Round 3. Oh shit, jetzt, ach, richtig, er hat das bessere Schild. Kein Ding, kein Ding. Greift meine Kampfdrohne raus. Ich kann nicht sehen, den ich übernehmen könnte, was schade ist, aber das ist ja eh zur Verteidigung jetzt gedacht. Und alle anderen meiner Waffen gehen sofort auf den gegnerischen Schild und radieren ihn aus. Wenn er weg ist, mache ich sofort den Raketenwerfer kaputt. Der repariert sich zwar ständig, aber... Oh weia, das war wirklich nicht viel. So. Ich hoffe gleich, dass ich den Soldatenschild durch habe mit meiner Kampfdrohne. Aber die ersten Raketen, die können mir nichts machen. Die kommen überhaupt nicht durch. So. Was? Ah, oh, oh, shit, shit. Oh, nein, 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 nein. Oh. Warte mal, einer ist übernommen worden. Das gehen wir gar nicht. Das können wir auch. Oh, shit. Antrieb ist bald im Arsch. Was hast du? Gehst lieber nach vorne hier. Und wir machen hinter uns die Türen alle auf. Der Burst Laser ist ausgefallen. Okay, okay. Wir schießen weiter auf den Schild. Der Schild muss weg. Nein! Nee, noch mehr! Okay, du halt dich schnell. Du machst schnell die... Ja, okay, der Schild ist weg. Du, schießt da drauf. Du, schießt da drauf. Oh, nee, warte mal. Nee, vergiss es. Wir schießen alle sofort da drauf. Weil der muss weg. Oh, fuck. Oh nein. Wir können nicht aus. Wir können nur ein ganz klein bisschen ausweichen. Oder? Oh Mist. Au, 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 nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Jetzt kommt Drohne, Drohne. Schaff es. Lol. Lol. Ich geh kaputt. Unser Schiff ist zwar gerade völlig zerlegt von denen. Aber sie haben verloren. Und wir haben es damit automatisch geschafft. Ich meine, nicht, dass unser Schiff gleich in 1000 Brocken im Hintergrund explodiert. Aber... Ach du Schande. Ich habe gerade den Mantis-Kreuzer freigeschalten. Mit der Aktion. Und ich habe es zum ersten Mal geschafft, überhaupt mit diesem Ding hier. Geschweige denn überhaupt bis ins letzte Level hier zu kommen. Ja, sorry, dass ich den vorher aufgenommen habe, aber ich dachte mir, ach, mal gucken, wie weit ich komme, damit ich ein bisschen übe. Und plötzlich war ich am Ende. Oh Mann. Hardcore. Puh. Also ich werde das auf jeden Fall fertig machen, das Ding soweit. Und mal gucken. Vielleicht spiele ich mit denen hier nochmal durch. Und falls das völlig in die Hose geht, kann man das da hinten dranhängen zu sagen, hier. Und so sieht's aus, wenn ich mal richtig Glück hatte und einfach wahnsinnig viele Waffen finde. Meine Fresse. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich quasi schwitzend noch vom Rechner sitze. Weil das ist ja doch so entweder hopp oder top. Entweder es klappt oder man platzt. Ja. Ja.
Ja, für ein Kickstarter-Spiel muss man sagen, mit der größte Erfolg bis jetzt, meines Erachtens, bei Kickstarter von Spielen. Weil wenige Leute haben es gemacht. Das wenige Geld, was sie gekriegt haben, hat gereicht. Und es ist ein verdammt gutes Spiel rausgekommen. Und was kriegt man nachträglich noch? Eine Erweiterung umsonst. Was will man mehr? Ich meine, jetzt könnte man sagen, die Grafik könnte besser sein, aber im Ernst. Wenn wir jetzt irgendwelche Fuddelgrafik da haben, die jetzt irgendwie total spektakulär ist und dafür gehen dann irgendwelche Türen nicht mehr auf, weil irgendwelche Glitches da sind oder irgendwelche Bugs das Spiel zerlegen. Nee, das ist einfach, simpel, aber gemein, möchte ich fast sagen. Oh, ja, ich lasse auf jeden Fall die Credits hier noch durchwandern. Weil, mal im Ernst, ich sehe die wirklich nicht oft. Also, ich habe das jetzt auch nur eine Handvoll Male geschafft. Und das war meistens ich glaube, in allermeisten Fällen war es der NG-Kreuzer, weil wegen dem ständigen Heilen und der Drohnen vor allem. Und dann halt mit dem Kestrel, also dem normalen Standardschiff. Und mit allen anderen habe ich es bis jetzt eigentlich immer verkackt bis zum Anschlag. Ich meine, selbst das Tarnschiff, wo ich es gehabt hatte. Allein schon nur um die Erfolge zu schaffen, das zweite Layout freizuschalten, bin ich wahnsinnig geworden. Ich habe, glaube ich, 60 Versuche allein dafür verbraucht. Weil ich bin tatsächlich nicht im ersten System rausgekommen, weil der hat ja kein Schild. Er kann sich nur kurz tarnen. Und dann macht's Puff. Also zumindest war es bei mir immer so. Vielleicht haben andere super Glück gehabt, sagten, oh, ist doch geil, einfach durchfliegen und sagen, oh. Meine Fresse. Ja. Gutes Spiel. Immer noch schwer. Und natürlich frustriert es auch manchmal ein, wenn man jetzt das drei, vier Mal ineinander probiert hat und einfach wirklich zwei Sprünge, drei Sprünge hatte und einfach Puff macht. Aber das ist halt der Zufallsfaktor in dem Spiel. Aber im Ernst, das macht's auch aus. Wäre da weniger Zufall drin und man könnte viel mehr planen, ich glaube, dann wäre das Spiel zu einfach. Aber hier ist so dieses typische, hier, du wirst in eine Situation geschmissen, seh zu, ob du es schaffst. Und in allermeisten Fällen muss ich persönlich sagen, ich verscheiße es in der Regel und das Spiel hat nichts damit zu tun. Es gibt nur wenige Fälle, wo ich genau weiß, da hat das Spiel mich ein bisschen verarscht, muss man sagen. Weil sowas wie, oh, du wähle, du hast eine Bombe auf deinem Schiff gefunden, hier wähle, einen blauen Draht oder einen roten. Ja, und dann habe ich den falschen gewählt, mein Schiff ist explodiert. Da habe ich auch so gedacht. Und muss ich so sagen, normalerweise kriegt man nur viel Schaden, aber es war schon angeschlagen, das Schiff, deswegen hat es einfach Peng gemacht. Und normalerweise habe ich meine späteres Event nämlich gehabt und dann bin ich einfach nur fast tot gewesen. Da das Schiff aber schon Schaden gekriegt hat, war es ganz kaputt. Ja. Ja. Oder natürlich, ich probiere direkt mal hier die Mantis direkt mit ihrem Schiff aus. Ja, wäre ja auch mal interessant. Wobei der eine oder andere bestimmt mal wissen will, was auch der Sultan Cruiser am Ende macht. Okay, Highscore. Ganz okay, würde ich sagen. Nichts Übertolles. Aber okay. Beziehungsweise, was heißt nichts Übertolles? Kann ich das irgendwo, die Stats sehen? Ach, hier. Ja, dann hier die Kestrel. Meistens mal auf Easy, mal im Ernst, weil normal. Da sieht man nämlich super viele Punkte. Aber nicht geschafft. Auch der hier nicht geschafft. Auch der hier nicht geschafft. Nur der hier hat es gerade mal geschafft. Und er hat genauso viele Punkte wie der andere gehabt. Das war halt noch normal. Schön ist auch hier, Dusan, schön hier aufgeschrieben, was der alles gemacht hat. So, most valuable, most, also wertvollste Mitch-Pilot hätte ich fast gesagt, also wertvollster Typ vielleicht. Deswegen Angie sind bei mir ziemlich weit vorne mit bei, oder er hier, most combat kills, er mit 30. Ich hätte mal so, meistens habe ich ja gerne das Doppelteam sozusagen von Mantis, die auf gegnerische Schiffe schicke und die haben teilweise wirklich ganze Crews dezimiert. Nicht nur von einem System, sondern vielleicht von sechs Systemen, alle gegnerischen Schiffe einfach die ganze komplette Crew abgemurkst. Ja, und die sind meistens gestorben, weil ich blöd war und habe die versehentlich auf den Scout geschickt, wo er keine Luft war. Da macht's Puff und die sind tot. Ja. Aber so ist das bei mir. Gut, bedanke ich mich fürs Zusehen, für diese etwas längere und vollkommen ungeplante Folge. Aber ich dachte mir, das musste man einfach mal gezeigt haben. Ja, für das Achievement her.
Also ein paar Sachen werde ich wohl mal niemals schaffen, aber schauen wir mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ich sag mal tschüss.